Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und heute will ich euch mal die Speerspitze der Tschechen zeigen und zwar den Skoda TVPT 5051 hier auf der Karte Windsturm und ja, man muss natürlich schon sagen, es ist schon ein schniekes Ding und besonders mit seinen 4 Granaten im Magazin, da kommt natürlich richtig Spaß auf. Mal schauen, wie der Spieler jetzt hier so zurechtkommt damit. Auf jeden Fall hat der Panzer was und man sieht schon, Erfolgsmarkierungen sind schon drauf, also spricht schon für diesen hier. Er fährt jetzt erstmal hier klassisch in die Mitte und will hier dann da agieren. Jetzt bekommt er schon den ersten AMX. Schade, dass er den nicht ketten konnte. Der erste Kettenschaden und das hätte für ihn schon deutlich mehr Spaß bringen können. Aber er hat noch so viel Zeit. Ich muss sagen, bin hier immer ein bisschen vorsichtig, was mit dieser Position angeht, weil ich werde von der Kirche immer ganz gern beschossen. Aber in dem Fall, das Problem hat er hier nicht. Er kann ja wirken, so wie er will und wie er es braucht. Und jetzt bekommt er gerade keine Gegner. Also entweder Ruhe bewahren oder umorientieren. Aber er nutzt das zweite, lädt auch direkt nach. Beziehungsweise, ja, er schaut. Ne, im Prinzip so direkt die Stellung wechselt er gar nicht. Also, er ist immer noch da, wo er gerade war, wo er sich wohlfühlt. Allerdings, jetzt ist er da doch ein bisschen mehr auf Angriff gepolt. Nachgeladen hat er. Da hat er einen T30. Den kommt er so jetzt nicht, aber den kann er umfahren. Oh, da ist aber noch ein T-34 auch noch. Und dann da ein Waffenträger. Ich werde auch vom SP-1C beschossen. Also jetzt ein bisschen zurück. Nochmal ein Hit. Also man sieht schon, der 1C kommt da gut mit AP durch. Gar kein Problem für den. Also die Panzerung selber, auf die darf man sich bei dem Panzer nicht verlassen. Da ist jetzt der 1390. Diesmal hat er ihn jetzt rausgenommen, nachdem er vorher nur einen Hit landen konnte, ist er jetzt wirklich final weg. Unten kriegt er jetzt nichts auf. Da hat er gewartet und gehofft, dass da unter der Brücke was wäre. Nutzt jetzt die Zeit direkt wieder zum Nachladen. Ganz wichtig bei Autoloadern, gutes Nachlademanagement zu betreiben, dass man immer dann sein Magazin voll hat, wenn auch dann wirklich der Gegner vor einem steht und in der Zwischenzeit, die sonst eh nur zum Fahren genutzt würde, einfach dann da nachzuladen. Teilweise nicht so leicht, wie sie es anhört. Aber in dem Fall, wow! 1736 mit einer Granate. Also wenn das nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht. Da tut einen der T57 Heavy ja fast leid. Aber auch nur fast. So, der T32. Hat schon wieder ein volles Magazin und den kann er jetzt mit einem Clip rausnehmen. Das heißt, zack, jetzt von hinten und dann hat er keine Chance. 1, 2, 3. Und er zündet ihn an. Da fackelt er sogar weg, da braucht er den Schuss gar nicht, sondern kann noch den für den E5 nehmen. Unglaublich toll. T92, leichter Splash Damage. 46, egal. Also, er macht es bisher sehr gut, wobei das Game nach wie vor auf der Messerschneide steht. 6:7. Also, der Gegner liegt noch leicht in Führung. So, da hinten kommt jetzt der Action X. Hat wahrscheinlich aufgemacht und dadurch konnte der Waffenträger die Badget rausnehmen. Er nimmt jetzt die erhöhte Position ein, um dann hier wirken zu können. Da auf den T30 kommt er nicht drauf. Jetzt muss er auf den Action X wahrscheinlich gleich fahren. Der nimmt jetzt aber erstmal wohl die Arti raus. Ja. So. Erster daneben, zweiter sitzt. Dritter daneben, vierter sitzt. Ja, vierter sitzt, vierter musste auch sitzen. Sonst wäre es jetzt echt knapp geworden. Ist jetzt wieder im Reload.
Da oben kann es natürlich auch wieder sein, dass die Arti ihn erwischt. Aber wir wollen jetzt mal nichts verschreien. 7 zu 9. Nachgeladen hat er gleich. Das ist so der Moment, wo man sich wünschen würde. So 1, 2, 3 Sekunden schneller. Weil jetzt. Gott sei Dank, jetzt kommt der Waffenträger nochmal vorgefahren. So konnte er dann gut auf ihn wirken. Und da ist jetzt auch noch der M103. Und auch auf den zwei schöne, saubere, schnelle Hits. Also, es läuft sehr gut, muss man wirklich sagen. 6400 Schaden. Und der SP1C mal wieder. Sein fast schon Nemesis. 9 zu 9. Ausgleich jetzt endlich mal. So, er zoomt weit raus. Bringt ihm aber nicht viel. So, da der T30, der hat es gerade geschossen. Also, wenn er da jetzt schnell ist, dann genau, nimmt er den raus. T34. Erster Hit. Zweiter Hit. Ah, schade. Und das Munitionslager wurde ihm da auch rausgeschossen. Musste er direkt wieder reparieren. Schade, dass der T34 da überhaupt noch getroffen hat. Aber 8 Kills hat er derzeit auf der Uhr, 7500 Schaden. Not bad. Und jetzt lediglich der 1C noch am Leben, der ihm wirklich gefährlich werden kann. Ansonsten dann nur noch Artis. Und die Frage ist natürlich, wo ist der 1C? Und wir sehen vom Hitpoint-Pool, er hat 223 hat er noch. Und die Artis selber, beziehungsweise der 1C. Der ist auch und natürlich erst für alles jetzt ein One-Shot. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Also mal schauen, ob er da hier Probleme bekommen wird. So, er hat sich jetzt hier ganz stark manövriert, dass die AT erstmal keine Tendenz hat und weiß, wo er hinfahren wird. Deswegen hat er da so ein bisschen rumgewackelt, gerade mit dem Po. Und da ist er. Ja. Der ist weg. Und jetzt go for the Arty. Go for it. 9 Kills. Da schlägt sie nochmal ein. Ja, ja. Aber nicht mit ihm. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Rest? 8, 9 und 10 Arti. So, da auf die kommt er nicht drauf, aber auf die wahrscheinlich, ja. Nummer 1, Nummer 2 und weg. Da wäre er jetzt auch sogar drauf gekommen, hat man gerade gut gesehen. Da jetzt kommt er aber drauf. Nummer 1, Nummer 2, 11 Kills, 8500 Schaden. Fleißig, fleißig. Krass, 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 krass. Jetzt ist er im Reload, jetzt ist er auch offen. Arti weiß natürlich jetzt, wo er kommen wird. Er weiß noch nicht, wo die Arti steht. Aber da hat er sie. Ah, da nimmt sie ihn noch raus. Ärgerlich. Wahnsinn. Da wollte sie ihm den 12. Kill nicht geben, aber der 11. Kill, der war schon auch gut und schön. Also wirklich eine tolle Runde gefahren. Jetzt ist nur die Frage, was macht denn er da? Der geht einfach mal baden oder was? Ist ja auch lustig. Ja, jetzt muss der E100 das Ganze machen. Es wird doch nicht noch spannend hier, oder? Ja, T95 schreibt auch nur Lel. Da wird schon ein Roffel eher passen. So. Und jetzt müsste er doch die Arti doch gleich finden, oder? Komm schon. Nein, schaut nicht so aus. Hat sich die jetzt verpieselt? Ah, nee, da ist er. Schaut doch gar nicht auf dich. Jetzt erst. Aber jetzt, ja. Da hat es die Arti von ihm gemacht. War aber trotzdem eine tolle Runde. Sehr sehenswert. Ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen wie mir. Deswegen lasst mir doch einen Daumen da. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.